Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich bastel heute einen kleinen Fliegenpilz aus Formclay. Vielleicht möchtet ihr auch so einen nachbasteln. Ihr braucht Formclay oder Silclay in Rot und in Weiß. Und wer möchte, kann auch noch weiße Bügelperlen gebrauchen. Ich habe mir ein bisschen Rot, ein bisschen Weiß und die Bügelperlen bereitgelegt. Und als erstes nehme ich die rote Knetmasse und knete die gut zusammen zu einer Kugel. Wenn ihr dann eine Kugel habt, drückt ihr diese Kugel schön platt, dass oben der Kopf von dem Pilz entsteht. Das Ganze noch ein bisschen so in Form bringen, an den Rändern etwas platt drücken. Jetzt forme ich den Stiel und da forme ich auch erst eine Kugel. Die Kugel rolle ich dann ein bisschen zwischen den Händen hin und her und schon habe ich den Stiel. Der wird unten an meinen Pilz dran gesetzt. Und jetzt fehlen nur noch die weißen Punkte und da könnt ihr natürlich auch Formclay oder Silclay benutzen oder so wie ich einfach ein paar Bügelperlen hier oben reindrücken. Wenig später ist mein kleiner Fliegenpilz fertig, den muss ich jetzt nur noch trocknen lassen und dann kann ich damit spielen, etwas dekorieren, verschenken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht möchtet ihr auch so einen nachbasteln. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Fliegenpilz gefällt. Vielleicht möchtet ihr auch andere Pilze basteln und dann nehmt ihr einfach braune Knete, braune Formclay. Man kann natürlich auch Play-Doh nehmen. Alles, was man einfach da hat und kann schöne Pilze, vielleicht einen ganzen Pilzwald damit gestalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!